Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem letzten Tag hier in Saalbach-Hinterglemm. Eigentlich hatten wir heute die Big Five Challenge geplant. Leider fällt die aber ja, wortwörtlich ins Wasser. Wir fahren jetzt gerade hoch auf den Hackelberg Trail und da werde ich mit dem Elias, dem Jonas und der Hanna zusammen nochmal runterfahren und möchte hier die Hanna komplett runterfilmen. Ich wünsche euch viel Spaß mit ein paar Ausschnitten unseren letzten Rides. Das wird auch für Hanna der erste richtige Ride auf einem Trail im Regen, im Nassen. So, erstmal die Bremsen trocken fahren. Das Gute ist, bei dem Wetter ist hier dieser Boden, verändert sich der Grip eigentlich nicht wirklich. Ich meine, eher wenn es hier richtig trocken ist, mehrere Tage, dann ist es rutschiger als jetzt gerade im Nassen. Natürlich, wenn irgendwo eine Wurzel ist oder ein Stein, rutscht man schon eher drüber, aber hier auf diesen gebauten, angelegten Boden hat man richtig guten Grip, auch bei schlechtem Wetter. Und von daher kann man hier bedenkenlos runterfahren. So, hier ist Stoppie, muss rein. Oh, die Bremsen sind auch jetzt trocken gefahren. Ja, hier so ein kleines Feedback nochmal zu den Magura MT7. Ich bin begeistert. Die funktionieren richtig gut. Oh, das Gap nehme ich auch mit. Es geht. Ich glaube, ihr seht mittlerweile schon gar nichts mehr, ne? Dann gleich nochmal über die Linse drüber wischen. So, ich hoffe, jetzt seht ihr ein bisschen was. Jawohl, über den Jump. Nochmal über den Jump. Hopp. So, ja, hier ist schon ganz schön abgetaut. Am ersten Tag war das noch eine richtig hohe Wand. Okay, das war ein kleines Double, konnte man überrollen. Und hier nochmal sehr schön hier in dieser, wie sagt man, Schnee-Canyon durchfahren. So, was habe ich eben noch sagen wollen vor dem Road Gap. Die MT7-Bremsen funktionieren sehr, sehr gut. Ihr hört es auch in meinem letzten Video, es gibt keine Geräusche mehr. Ich fahre die Bremsen mit den Breakforce One-Scheiben. Kann ich auch empfehlen, funktioniert richtig gut. Und das sind relativ günstige Scheiben für 32 Euro. Lassen sich super schnell und einfach einfahren, weil sie perlengestrahlt sind. Oh, da ist ein Jump. Ich kann gar nicht mehr so weit sehen, Leute. Ich glaube, ich muss aber die Kamera wischen. Kann ich in einem ruhigen Moment. Oh, nein. So. Dann werden die Bikes wenigstens nochmal gewaschen hier. Upp. River Gap. River Gap. Also Leute, ich finde es krass, die Hannas Entwicklung, wie sie nach einem Jahr fahren kann. Mit dem E-Bike angefangen. Jetzt mit dem, seit einem halben Jahr oder nee, noch länger. Nee, nee. Seit 8 Monaten, glaube ich. Mit einem normalen Bike. Und gut. Oh, da war doch ein Jump. Ach, da war der. Scheiße.
Und hier bei so Anliegern immer schön weit außen ausholen. Nicht innen in den Anlieger rein, sondern immer schön oben starten, soweit es geht. Und dann kann man nach innen unten reinziehen. Alles okay? Ja, ist ordentlich. Hier weit oben anfahren und dann runter. Anlieger immer schön weit oben, soweit es geht. Hier oben anfahren und runter. So, also optimale Line ist hier noch vor der Kuhle abziehen mit einem Bunnyhop und dann da in die Landung reinlanden und schön reinpushen, hat man Speed. Miltenberg! Yes. Miltenberg! Ah, yeah. Oh, jetzt habe ich doch getreten, geschummelt. Aber der Gang war eh zu klein. So, da muss ich jetzt ein bisschen Abstand halten, damit ich die Leine ein bisschen abchecken kann. Weil hier ist ein bisschen gröber, damit ich nicht mit dem Fuß oder mit dem Schaltwerk gegen einen Stein knalle. So, hier unbedingt im Nassen auf dem Hasendraht bleiben. Was ich auch noch nicht wusste, Pfützen mitnehmen bringt Bonuspunkte, Leute. Unbedingt. Also man kann hier selber hinterklemmen, auch bei nassen Wetterbedingungen Fahrrad fahren. Jetzt nicht unbedingt auf dem Bergschadeltrail oder Wurzeltrail, aber hier Hackelberg, Blue Line, ich denke Adidas Pro Line müsste auch gehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es im Wald aussah. Und X-Line ist dann schon ein bisschen anspruchsvoller, also könnte schon rutschig werden, da dann ja sowieso nur als erfahrener Biker drauf fahren. Pfütze, 100 Punkte auf einen Fuß. Oh, oh, oh. Ja, noch ein kleiner Tipp, wenn so kleine Passagen kommen mit Wurzeln, dann versuchen eher weniger zu bremsen, soweit es möglich ist. Also klar, wenn dahinter irgendwie direkt eine Kurve kommt oder eine Kehre, muss man ja trotzdem bremsen, aber sonst nur ein bisschen rollen zu lassen und nicht unbedingt die Bremsen noch zu betätigen. So gehört angehalten. Anlieger weit oben anfahren und dann runter. Steinfeld mit gut Grip, keine Angst. Anlieger weit oben links anfahren. Jawohl, genau so. Oh, da ist mir fast das Hinterrad nach rechts weggegangen. Jetzt bin ich zu langsam für den Jump. Jawohl, das war sauber gefahren. Sehr gut, Hanna. Schön weit oben anfahren, jawohl. Und dann runter. Sehr gut. Jump. Jump. Genau, oben anfahren, das Bike neigen und rum. Und oben anfahren. Und natürlich mal schauen, ne? Oder. Oh, Hanna. Das war jetzt Kuddelmuddel. Jawohl. Sehr gut. Dann kann man sich auch ein bisschen
bei manchen hohen Anliegern Schwung mitnehmen. Tritt mal ordentlich an. Das Ganze nochmal richtig zu beenden. Naja, gibt keine volle Punktzahl, da haben noch ein paar Grad gefehlt, aber ja, liebe Zuschauer, das war's von unserem letzten Ride in Salber-Hinterglemm auf den Hackelberg-Trail und jetzt hier am Ende Buchheck-Trail. Auf jeden Fall ein Bike-Urlaub wert. Zu guter Schluss gibt es noch einen Bonus für euch, und zwar eine Bonus-Challenge. Ihr kennt das schon aus meinem letzten Video, letztes Jahr, Videos aus Salber-Hinterglemm, das habe ich mit Trail Touch gemacht. Und zwar eine Challenge, du nimmst ab hier Anlauf und ab dem gelben Schild, seht ihr das von da? Muss ein bisschen weiter rüber kommen, Jonas. Da ist ein gelbes Schild rechts. Ja. Ja. Ab da darfst du nicht mehr treten. Wahrscheinlich wird man schon vorher aufhören zu treten, weil man schon genug Speed hat und die Gänge es nicht mehr bringen. Aber ab da spätestens aufhören zu treten und schauen, wer am höchsten ausrollt. Wir haben hier drei 29er und einen 27,5 von Elias. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich ein Nachteil oder ein Vorteil ist. Werden wir gleich sehen. Und Hanna, starte ruhig von hier oben. Dann kannst du als Erste starten. Das geht ja hier ein bisschen runter. Genau. Und dann, wie du willst, im Stehen, im Sitzen, wie du magst. Mal gerade mal wischen. So, an Hanna bin ich schon mal vorbeigekommen. Also da ein Tipp, wenn ihr das mal macht, auf die Kurve kommt es an, dass ihr die Kurve richtig ordentlich fahrt. Oh! Da hat einer die Kurve nicht geschafft. Jetzt tut das noch mit ein bisschen Aerodynamik, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Nix. Tja. Gut. Geil, Mann. Gut, aber ist egal, wer gewonnen hat. Es geht nur um den Spaß, Leute. Es sei denn, man wettet ums, wer als nächstes einen ausgibt. Aber kein Alkohol, sondern eine Cola. Light. Zero. Ich hab, glaube ich, gefällt. Ja. Ich hab oben noch gesagt, es kommt auf die Kurve drauf an. Okay, liebe Zuschauer, jetzt war's aber. Schaltet das nächste Mal wieder ein, haut rein, ciao, ciao.